Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Oh, Leute, drückt mir die Daumen. Ich bin gerade so richtig extrem aufgeregt, aber so positiv aufgeregt, weil sich vielleicht jetzt was ganz, ganz Tolles, super spontan, beziehungsweise das war echt ein Glücksgriff, wie es sich das ergeben hat, ja, sich ergeben wird auch vielleicht in Zukunft. Und ich glaube, ich kann euch das jetzt gerade gar nicht erzählen. Ich muss nämlich in ein paar Minuten schon los. Habe ich gerade fertig gemacht, packe gerade meine Tasche. Wollte euch eigentlich jetzt noch schnell meine zwei liebsten Riegel zeigen. Also in die habe ich mich jetzt so verliebt. Also vom Essen her, ne? Top. Egal welchen Nussriegel ich in der letzten Zeit irgendwo gegessen habe. Die sind entweder hart oder, keine Ahnung, sehr seltsame Inhaltsstoffe, so Zuckeraustauschstoff und so ein Kram. Und die sind einfach top. Also natürlich sind ein paar Sachen drin, wo ich sage, ah, hätte dies oder das noch mit rein müssen. Aber es sind trotzdem natürliche Inhaltsstoffe wenigstens. Und ich liebe, falls ihr die noch nie probiert habt, ich lege es euch ans Herz, probiert die mal aus. Diesen Vanilleriegel von Cher und diesen Schoko-Heidelbeer. Herrlich, wirklich, die sind so weich, so angenehm, da krümelt nichts, die sind nicht zu klebrig, ist einfach perfekt. Und ich meine, die Marke Cher, ja, es ist doch große Klasse, dass die auch noch eine Mahlzeit immer wieder spenden, wenn man von denen ein Produkt kauft. Also von diesem ganzen Drumherum von dieser Marke, ich bin echt begeistert. Deswegen, die nehme ich heute mit, weil ich brauche einen kleinen Snack wahrscheinlich für meine Nerven zwischendrin. Ja, also wie gesagt, ich muss jetzt eigentlich los. Ich werde es euch danach erzählen. Ich bin so kribbelig und es ist einfach ein Träumchen. Also wenn das klappt, das hat was mit vegan zu tun, mit Nachhaltigkeit. Ja, das wäre echt so ein extra Goodie obendrauf gerade, was top wäre. So, ich bin gerade wieder zurück und Leute, es war so gut. Ich kann es nicht fassen, wirklich nicht. Also, ich erzähle ja echt selten was von der Arbeit so an sich, all die Jahre, weil ich das immer sehr privat halten will oder so. Aber die Sache, wie ich jetzt zu diesem Job gekommen bin, ist einfach sagenhaft. Und das muss ich euch eigentlich echt mal erzählen, weil manchmal muss man sich einfach Sachen trauen. Ich bin auch eine Person, die dann gerne in ihrer Komfortzone bleibt und denkt so, ja, sie geht ja auch mal hier und da neben raus, so dass man Sachen neu irgendwie erfährt und so. Aber ich muss selber wirklich immer wieder mit mir ein bisschen kämpfen, dass ich es auch wirklich mache und dass ich mir das zutraue. Und ja, durch alle Podcasts und manche Instagram-Accounts und sonst wie YouTube-Kanäle ist das erst so stückchenweise in den letzten 2, 3 Jahre noch mal sehr viel stärker geworden, dass ich das immer wieder mitgekriegt habe und wie sich Sachen dann plötzlich fügen, wenn man sich mit gewissen Sachen auch umgibt, die man gerne machen möchte und sich denkt, ja, aber ich weiß nicht, wie ich da beruflich da das mal umswitchen soll und wie ich das alles regeln soll und immer dieses Ganze, ja, mach das, was dir am besten gefällt und verbring nicht so viel Zeit mit Sachen, die du nicht gerne machst. Also auch beruflich ganz, ganz wichtig, damit es dir rundum gut geht. Ja, also du kannst dich so toll ernähren und so viel Yoga machen und Sport und keine Ahnung was. Ist zwar total wichtig, wirklich. Es ist ein essentieller Baustein von vielen, aber auch dieser Job, also diese ganze Sache mit dem Beruf, das ist so wichtig, dass es etwas ist, was dich nicht zu sehr stresst und was du gerne machst. Also es gibt ja auch positiven Stress, ne? Aber selbst da muss man Maß finden. Aber wie kriegst du das jetzt auch beruflich hin? Und wenn man gerade in diesem veganen, nachhaltigen Bereich und so weiter unterwegs sein möchte, ist es echt mal so, wow, okay, alle anderen Bereiche sind halt noch nicht so weit. Und es kommt erst noch und es tut sich auch viel. Das kann man echt schon sagen. So, meine Mütze rutscht hier schon wieder. Ich mag die lieber so, statt so nach oben mit diesem, ne? Und ja, es ist einfach so manchmal schwer. Manchmal kommt es einem so ultra schwer vor, dass man da irgendwie reinkommt, aber es kommt. Also es geht und es war so ein glücklicher Zufall und ich werde es euch jetzt mal ein bisschen erzählen von meiner Story, die jetzt sowas von brandfrisch ist. Und zwar suche ich natürlich hier auch wieder einen Job und dachte mir, ich mache das wieder so wie vorher in dem alten Bereich, sage ich mal, und bin da schon auf einem alternativeren Konzept und habe mich da auch bemüht, verschiedene Sachen einzuholen und wer sucht gerade was, aber manchmal ist halt auch keine Stelle frei und dann kann dir keiner was herzaubern. Und das, was frei war, da war schon viel Gutes dabei, aber es hat mich nicht ganz gecatcht. Also irgendwie hat mein Herz mehr Nein als Ja gesagt, obwohl mein Kopf, mein Verstand sagen würde, also nimm das, das ist gut, das ist wunderbar, das ist schon besser als das, was du davor jedes Mal hattest. Das ist echt toll. Aber irgendwas hat mich so gehalten. Und nur durch Zufall sind mein Freund und ich am Wochenende
Ja, wir wollten noch mal ein bisschen hier was erkunden. Jetzt hat ja auch die Sonne geschienen und da sind wir an etwas vorbeigekommen, wo ich so ein bisschen Magic Moment hatte, weil es war so schön und ich gehe eigentlich gar nicht mehr so richtig shoppen, dass ich in Läden reingehe, also selten. Wenn, dann sind es mal so kreative Extra-Sachen, aber ich würde jetzt nicht in H&M, Zara oder sonst was in der Richtung gehen. Mache ich einfach nicht, weil ich mir die Sachen über Vinted kaufe. Kriege ich günstiger, kriege ich genau das durch die Filter, was ich will. Und ich sehe es auch gar nicht mehr ein, im Laden so viel Zeit zu verbringen mit meinem Freund. Der killt mich, das wird er nicht aushalten, ja. Also ich kenne das auch gar nicht mehr. Also es ist wirklich so richtig raus. Und früher, wer meine alten Videos kennt oder mal ein bisschen sucht, ich war eine richtige Shopping Queen. Also ich war jedes Wochenende war ich einkaufen. Das ist zwar schon sehr, sehr lange her mittlerweile, aber das war mein Ausgleich zum Job, beziehungsweise teilweise da noch zur Ausbildungszeit. Also das war wirklich so ein, das habe ich gebraucht, weil sonst wäre ich nicht ganz klar auf manche Sachen gekommen. Und deswegen ist das jetzt gar nicht mehr so on the top gewesen, dass ich da überhaupt irgendwie hier shoppen gehen will, obwohl Hamburg eine klasse Stadt ist, tendenziell zum Shoppen. Und dann sind wir einfach durch eine gewisse Gegend und da war ein Laden, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und einfach so ein paar Sachen, die es dort gab. Und mein Freund sagt dann so, guck mal an das Fenster oben dran, die haben große Fenster gehabt. Und dann stand halt das mit vegan und mit nachhaltig, so Hashtag und noch was und ich so, oh mein Gott, das passt voll zu mir. In den Laden muss ich rein. Es war nur gerade zu einer Zeit, wo eigentlich gerade kurz vor Ladenschluss war. Da dachte ich mir, okay, da bist du jetzt nicht so unhöflich. Da gehst du jetzt nicht, weil die in 5 Minuten schließen noch rein. Brauchst eh länger. Okay, dann habe ich Fotos gemacht mit dem Handy von diesem Laden. Und das ist eh schon mal ein bisschen seltener, dass ich da Fotos von mache. Weil ich dann denke, ja, ich weiß ja ungefähr, wo es ist. Und da brauche ich jetzt keine Fotos von. Aber warum auch immer. Ich habe Fotos von diesem Laden machen müssen. Und es hat mir ganz gut gefallen, so was ich gesehen habe. Und dann habe ich am gleichen Tag noch geschaut, wann die Öffnungszeiten sind. Weil ich dachte mir, okay, du kannst es dir gerade flexibel ein bisschen einrichten. Da gehst du da mal unter der Woche, damit nicht so viel los ist da. Und dann habe ich geschaut und dann habe ich auf Instagram ihre Seite entdeckt. Und da stand doch wahrhaftig, dass sie in einem Posting, weil ich mir mehrere Sachen angeguckt habe, dass sie Unterstützung gerade suchen für dort. Und ich so, okay. Und ich hatte an dem Laden noch gesagt zu meinem Freund, eigentlich wäre das auch was, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, weil da halt Leute wahrscheinlich sind, also dort als Mitarbeiter sind, die die gleichen Werte haben wie ich. Und die Kunden, ein Großteil, der da reingeht, auch. Okay, war aber lustig gemeint. Und ja, habe dann bei Instagram dieses Posting entdeckt und dachte mir so, ist nicht wahr. Gänsehaut-Moment, weil sie die Werte oder das, was der Mitarbeiter mitbringen soll, einfach so ich war. Ich so, oh mein Gott, nur von einer Sache hatte ich halt keine Erfahrung, Vorerfahrung. Ich so, okay, das ist ein Knackpunkt, das könnte ein bisschen tricky werden, aber alles andere bringe ich mit. Und ich so, oh mein Gott, ich habe so eine Leidenschaft dafür. Jetzt mal ernsthaft, ich kann mir vorstellen, dort zu arbeiten, obwohl das überhaupt nicht mein Bereich ist. Und ja, habe mich dann direkt beworben, bin dann erst am Montag dann, na, es war dann Samstagabend, bin dann am Montag nochmal hin, und wollte diesen Laden erstmal richtig angucken, so auch als Kundin praktisch. Und habe mir das angeguckt und ich so, oh mein Gott, das ist ein Träumchen von einem Laden. Also als Kundin bin ich da, wäre ich auch super gern da drin. Also war ich auch. Also wunderbar. Und dann habe ich das wirklich da, meine Unterlagen abgegeben und so. Und es hatte einfach einen richtig schönen Vibe da drin. Also ich habe wirklich fast geheult, weil ich dachte, okay, wenn ich mich da jetzt reindenke und mich da drin sehe, es wäre echt ein Träumchen, es wird echt gut passen. So vom ersten Eindruck. So, dann habe ich meine Unterlagen abgegeben, am nächsten Morgen direkt, hier, du kannst Probearbeiten kommen und ja, kläre alles und so und ich war jetzt gerade da und es war so schön, es war so schön. Und deswegen, ich war so, oh wow, das ist nahezu so perfekt, das ist unglaublich, das kann echt nicht sein, wie ich da jetzt zufällig da reingekommen bin und eigentlich haben sie gar keine volle Stelle mehr, so wie ich das gerne hätte, aber so eine kleine zum erstmal reinkommen und dann aufbaufähig und so weiter, weil es halt nicht gar nicht mehr Bereich ist, wo ich herkomme, muss man auch ein bisschen gucken, dass es für alle passt, aber mich super gut mit den Leuten da verstanden, super nett, die Atmosphäre, so wie das da abläuft, natürlich sieht man nicht alles in den ersten paar Stunden, wenn man da mal kurz ist, aber es macht einen echt guten Eindruck und ich dachte mir so, wow, und das jetzt nur durch Zufall. Ich habe das ja nicht explizit gesucht. Das war jetzt nur glückliche Umstände. Und weil mir das halt vorher zugesagt hat, bevor ich überhaupt wusste, was es für ein Laden ist,
sondern von außen, so was sie hatten und so. Es hat mich einfach so angesprochen und es war der einzige Laden dort in dieser Umgebung, wo ich länger davor stand in dem Moment und dachte mir so, wow, das trifft es jetzt wieder. Deswegen, Leute, umgebt euch mit Sachen, sucht euch Leute, die in ähnlichen Sachen arbeiten oder irgendwie was. Versucht, Connections herzustellen. Und weil auch die Leute, die da arbeiten, fast keiner aus dieser Branche kommt, sondern aus verschiedenen anderen Bereichen, was sie gelernt haben und Berufserfahrung haben und so weiter. Eure Eintrittskarte ist sowas, wenn ihr euch damit umgebt und dann wird irgendwann irgendwie eine Stelle frei und ihr könnt da irgendwie mal rein switchen und dann ergibt sich irgendwas. Das ist echt krass, das funktioniert. Also manchmal dauert es natürlich länger, man weiß gar nicht, oh, was kann ich mir vorstellen. Das hatte ich mir so nämlich auch nicht gedacht, dass ich explizit danach suchen würde oder so. Aber überlegt mal eure Interessen und was es da für Abstufen gibt und unterhaltet euch mit Leuten und habt das so ein bisschen im Hinterkopf, ob das nicht beruflich und wenn es nur erstmal auf Minijob oder Teilzeitjob geht, ob da nicht was möglich wäre in Kombination mit eurem jetzigen Job oder ob sich da nicht was deichseln lässt, weil ich bin auch eine Person, die dann schnell sagt, das geht bestimmt nicht und ja, voll kompliziert und muss ich wieder was Neues lernen und keine Ahnung was, wobei ich gerne Sachen lerne, aber kommt immer drauf an was. Aber das ist so, schubst euch da raus, wenn ihr eine Veränderung wollt, müsst ihr das irgendwie anstupsen auch wieder, ja. Also ihr müsst dafür was tun, ihr müsst wirklich nochmal gucken, wie ihr es anders gestalten könnt. Also ich bin wirklich gerade so richtig geflasht. Ich hätte auch fast im Rückweg wieder geheult, weil ich mein Glück gerade nicht fassen konnte, weil ich dachte, oh mein Gott, das war jetzt so relativ einfach und es kam so zufällig und weil ich mich halt jetzt mit dem wieder befasst habe, was es ist und ich so, oh, wie würde es mich nehmen? Mega cool und selbst daraus entwickelt sich auch nochmal was wahrscheinlich in einem anderen Bereich, wo ich dann nochmal was dazu, aber das kommt dann erst. Aber da habe ich auch schon meine Öhrchen gespitzt und ich so, ach was, da gibt es wieder andere Connection zu einer anderen Sache, die mir auch nochmal beruflich, ne, was ich gerade mache und so, da gibt es auch nochmal Zeugs dazu. Optionen, ich sag's euch, ich bin gerade ultra happy damit und wollte es euch einfach teilen und vielleicht auch ein Anstoß für euch sein, so, haltet die Augen offen, geht rum mit wachen Augen praktisch, haltet Ausschau, verfolgt Leute, die ähnliche Sachen machen, switcht damit rein. Das funktioniert. Das ist wie eine Community, habe ich das Gefühl. Das geht auch bestimmt bei vielen anderen Sachen. Vielleicht nicht so direkt, aber mit der Zeit kriegt man da irgendwie seinen Fuß rein, sage ich mal so. So, und jetzt muss ich los. Ich muss nämlich, bevor es jetzt zu dunkel wird und zu spät vor allem, mal wieder was von Vinted verkauft und los zur Post. Und ja, wahrscheinlich drehe ich heute Abend nochmal was dazu. So, es ist der nächste Tag und ich muss euch noch was zeigen. Und zwar, vielleicht kennt ihr das sogar, ich kannte das bis vor kurzem nämlich noch gar nicht und habe es dann hier entdeckt und weiß auch, dass es das in Karlsruhe gibt durch eine Freundin und so. Es gibt Läden, die heißen Fachal oder Sfachal. Ich dachte erst, das wäre so ein badisches Ding, weil ich es erst durch eine Freundin eben aus Karlsruhe erfahren habe. Und zwar ist es ein Geschäft, das gibt es auch hier, das heißt, es gibt es bestimmt auch bei euch irgendwo, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, so in der Nähe. Und zwar ein Geschäft, das ich glaube eigentlich nicht selber so hat, aber es unterstützt kreative Leute, die so hobbymäßig oder auch beruflich das Ganze, also irgendwas gestalten, irgendwas herstellen. Und dann kann jeder so eine Holzkiste, also praktisch sowas in der Art, nur halt meistens in ganzer Holzoptik, und kann dann darin was ausstellen und Leute können das kaufen. Und dann mietet man sich praktisch in so einem Laden ein Fach und deswegen ist Fachal. Und ich finde das so eine süße Idee. Oh mein Gott, das ist ja mal richtig cool, um zu schauen, ob was ankommt oder wenn man auch so Sachen bei Etsy dann verkauft und so, dass man auch noch irgendwo einen Standpunkt hat, um es zu verkaufen, also vor Ort und so, dass die Leute sich das angucken können. Oder dann auch eben der Verweis auf Instagram und keine Ahnung was. Das funktioniert dann dadurch ja auch voll gut. Und das ist so wie ein kleiner Geschenkeladen. Mit so zig, also wirklich unendlich viele von so kleinen Schmucksachen und Gegenstände und Deko jeglicher Art und Gebrauchsgegenstände. Also gibt auch Sachen zum Essen da und ja, also richtig cool. Und die haben auch wunderschöne ausgefallene Postkarten. Und das haben sogar mehrere andere Läden. Also gibt's immer mal wieder verteilt, diese speziellen Postkarten hier, und die muss ich euch zeigen. Oh mein Gott, ist auch eine Künstlerin, die das hier in mehreren Läden eben verteilt und auch bei Etsy dann hat und im eigenen Online-Shop. Und das hat mich direkt umgehauen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar Gemüsevögel heißt das. Das ist immer eine Kombination
aus einem Gemüse und einem Vogel, was im Namen schon sehr sich ähnelt. Und hier ist es eine Taubergine, eine Aubergine und eine Taube zusammen. Leute, wie genial ist das bitte? Und da gibt es unendlich viele. Also es gibt wirklich so schöne Sachen. Ich habe jetzt meine Highlights hier mal rausgepickt. Herrlich, oder? Schau mal, wie gut das zusammenpasst und die Namen halt. Und so hat sie ganz, ganz viele. Auch ein Highlight, das Curcuna. Und ich finde es einfach so schön umgesetzt. Und manchmal braucht man so ein paar Sekunden, um zu merken, ah, dieses Gemüse und dieses Tier ist es zusammen. Wie passt das denn? Und ah, dann fällt irgendwann der Groschen. Und so gibt es auch mit der Zwiebelz und der Wellenrettich. Ich liebe es einfach. Gibt so, so viel. Der Kohlrabi als Rabe. Ich sag's euch, ich habe so, so viel. Der Brokkolibri. Kolibri und Brokkoli. Also, wie genial kann man bitte sein? Und Zucchini mit Zucchini und Kiwi. Also was. Sie hat, glaube ich, keine Ahnung, über 20, 30 Stück um den Dreh. Herrlich, ich liebe es. Und da war ich schon in einem Shop und habe es gekauft und dann, also ein paar davon, und dann hatten die aber nicht alle. Und der andere Shop hatte noch ergänzend welche. Und ich so, okay, ich muss jetzt eine richtige Kollektion anlegen. Hab auch schon einen Ort, das zeige ich euch dann vielleicht das nächste Mal, weil mir fehlen ein paar Magneten, um die richtig dran zu bringen. Und dann ist das so in der Küche. Und es ist nicht im Weg, aber es ist so richtig schön zum Angucken und ich liebe das. Also das ist so Kunst, das ist wirklich mal was ausgefallen ist. Das habe ich so noch nie gesehen. Und also verschiedene Sachen gibt es da einfach und ich bin richtig begeistert. Also so finde ich das auch wunderbar, dass man einfach so kleine Künstler oder eben kreative Leute, die das so hobbymäßig machen, unterstützen kann. Richtig klasse. So, und damit ihr euch was drunter vorstellen könnt, wo ich die jetzt hingemacht habe, also es sind jetzt noch nicht alle, weil ich brauche noch, wie gesagt, ein paar Magnete, habe ich die jetzt hier hingetan. Also irgendwie dachte ich mir, ja, okay, es zerstört ein bisschen den Look. Ja, aber ich finde es auch irgendwie cool. Also vor allem, wenn dann oben noch so ein paar dazukommen, also nicht ganz komplett hoch hier an dieser Abzugshaube, aber so drei übereinander jeweils würde passen. Und das hätte ich dann so einmal ringsrum, hier dann auch so mit verschiedenen. Also ich finde das schon cool, muss ich sagen. Und ja, vielleicht, also je nachdem, ändere ich es nochmal und mache es an den Kühlschrank hier. Aber mal schauen. Eigentlich habe ich gedacht, ist das hier ringsrum eigentlich richtig schön. Und man sieht es halt wirklich von jeder Seite. Und ich finde, das hat total was. So, und jetzt melde ich mich aus dem Schnitt praktisch. Also ich sitze, nein, ich sitze kann man nicht sagen. Ich liege hier eigentlich eingemummelt in meine Decke und schneide gerade das Video und habe gesehen, oh, ich habe ja gar kein Ende. Ups. Ich wollte ursprünglich ja wieder von dem Dr. Michael Greger aus dem Buch How Not to Diet ein Kapitel raussuchen, wieder was erzählen darüber, einen Teil vorlesen und so. Aber ich krieg's gerade nicht hin, ne? Also jetzt ist schon wieder nach 22 Uhr. Und ich dachte mir so, nein, das packe ich heute nicht. Und ich will das Video unbedingt morgen online stellen. Eigentlich ja heute schon, aber kam ja noch Zeug dazu und so. Und es war einfach so viel los die Woche mal wieder, dass ich nicht früher das Ganze irgendwie machen konnte. Aber es hat ja eh anderes noch ergeben, deswegen hat es auch so gepasst. Aber ich kann jetzt nicht nochmal irgendwie ein Kapitel raussuchen, deswegen verzeiht mir. Ich muss es nochmal verschieben. Ich muss mich da echt mal wieder dran setzen. Ich habe gerade irgendwie ganz andere Routinen, da muss ich sowieso nochmal was ändern. Das passt mir nämlich nicht gerade so, wie es in letzter Zeit, die letzten Wochen ist. Genau, deswegen schneide ich jetzt noch das restliche Video, damit ihr morgen früh das wenigstens bekommt. Weil ich muss ja auch noch Thumbnail machen und die Infobox ein bisschen füllen und verschiedene Sachen. Und deswegen, es dauert nur ein klein wenig. Und dann bin ich einfach total müde. Ich glaube, dann sieht es mir auch voll an, oder? Es geht, je nach Licht ist es okay. Aber ich bin echt ein bisschen hinüber. Deswegen, ich verabschiede mich jetzt hier von euch und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.